Bitte beachten Sie die FSK-Freigabe und den Rechtehinweis am Ende des Programms. Hallo Boys und Ghouls und willkommen bei DreadTV. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schocktober, dem Halloween-Special. Vielleicht lässt es sich ja schon erahnen, um was es heute geht, so, aber ich möchte nicht vorgreifen. In diesem Sinne, let's go der Waschbär. Ja, beim Kramen in meinem Archiven, ne, ist mir natürlich wieder was in die Hände gefallen, wie soll es auch anders sein? Und das möchte ich euch heute vorstellen. Ja, ich pack das mal ganz toll aus. So. Hände hoch, wer diese beiden Comics kennt. Ja, das sind hier Nightmare on Elm Street Comics. So, die es 1989 in Amerika und 1990 hier zu kaufen gab. Hier wurden sie von Interpart Comics vertrieben. Und in Amerika wurden sie, glaube ich, sogar von Marvel auf den Markt gebracht. Zu dieser Zeit war, glaube ich, gerade Teil 5 im Kino, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ja, und aufgrund der Popularität hat man sich gedacht, so, komm, wir machen auch mal Comics. Für die Interpart Comics gab es damals Horror-Comics, so nannten die sich, Horror-Geschichten zum Gruseln, ne, Horror-Gruselgeschichten, und dann gab es auch noch Geisterhaus-Geschichten, und das hier war jetzt so ein Horror-Special. Und da hat man halt die beiden Nightmare on Elm Street Comics reingemacht. So, wir können da jetzt auch gerne mal ein bisschen reingucken. Your wildest dreams will come true. How sweet, fresh meat. A Nightmare on Elm Street. Ja, anders als die ganzen anderen Horror-Ausgaben von Interpart sind diese hier in Schwarz-Weiß. Ich nehme mal an, dass es sich da eher halt um eine Zensur handelt. Für den deutschen Markt, da halt einige Panels doch sehr grafisch sind. Ja, zum ersten Comic. So, die Comics bedienen nicht die Story der Filme, sondern haben sich halt eine ganz eigene Story ausgedacht. Und im ersten Comic geht es halt darum, wie ein Mädchen halt natürlich von Freddy träumt und natürlich auch dementsprechend dann immer in ihren Träumen dann von ihm gepiesackt wird. Ja, nachdem die Eltern halt oben Schreie und Gepolter hören, rufen natürlich die Polizei, die gehen dann hoch, brechen die Tür auf und dann liegt das Mädchen halt total geschunden und aufgeschlitzt und blutend in ihrem Bett, hat aber noch Puls und ist am Leben. Es kommt dann ins Krankenhaus und soll operiert werden und dort gibt es dann eine Narkose für sie und während der Narkose kommt Freddy dann halt wieder und sie versucht ihm dann in ihren Träumen zu entkommen. Das ist schon mal sehr spannend. Das ist halt die eine Geschichte. Das ist dann das Mädchen, um das es dann auch im weiteren Verlauf der Story geht. Und auf der anderen Seite sieht man halt eine Origin-Story von Freddy beziehungsweise Frederick, wie er hier heißt, als kleiner Junge. Also genauso wie in dem Film auch, wie er halt von Amanda Krueger halt geboren wurde. Und halt der Bastard von 1000 Wahnsinnigen ist. Das wird hier auch aufgegriffen, aber es wird auch gezeigt, wie er halt zu Pflegeeltern kommt danach und wie er da aufwächst und dass er halt als Jugendlicher dann seine Eltern umbringt und dann halt auf eigene Faust sich durchschlägt. All das beinhaltet dieses Comic. Und dieses Comic endet auch mit einem richtig miesen Cliffhanger. Also so, dass man sich das zweite Comic auch kaufen musste.
Ja, im zweiten Teil geht es dann halt darum, ach genau, so, ich weiß nicht so genau, wie das Erscheinungsdatum war, ob die jetzt einen Monat oder 3 Monate brauchten, das kann ich hier, also ist aus den Comics nicht zu ersehen. Allerdings gibt es aber hier nochmal eine Inhaltsangabe vom ersten Teil, bevor es dann halt direkt dann in die Story direkt nahtlos dann weitergeht. Ja, und hier, ne, trifft dann halt dieses besagte Mädchen auf eine Ärztin, die auch Probleme mit dem Freddy hat, weil ihre Eltern damals maßgeblich dafür auch verantwortlich waren, dass Freddy halt verbrannt wurde. Und deswegen ist halt der Traumdämon auch hinter ihr her. Da sie aber jetzt eine Traumforscherin ist und sich ihm oder in den Träumen, dass sie die Träume ein bisschen steuern kann, möchte sie diesem anderen Mädchen helfen und kommt von New York extra nach. Ich will immer Springfield sagen, aber das ist nicht Springfield, ne? Haddonfield ist es auch nicht. Springwater. Ja, Mann, ey. Ja, es ist schon spät. Ja, auf jeden Fall kommt sie von New York nach Springwood, um ihr halt zu helfen im Krankenhaus. Und dann nimmt sie so eine Hand und geht mit ihr dann zusammen. Also die bestreiten dann die Träume zusammen, um dann gegen Freddy anzutreten. Weil dieses Mädchen, was halt im ersten Comic dem Freddy, ne, von der Kralle gesprungen ist, will ich mal so sagen, hat nämlich einige besondere Skills, weil sie hat mit den Springwood-Morden überhaupt gar nichts zu tun eigentlich. Und Freddy weiß auch eigentlich überhaupt gar nichts von ihr, eigentlich. Aber sie hat so eine Special Ability beim Träumen. Sie ist nämlich eine Traumwanderin. Und sie kann halt in den Träumen, kann sie sich so, naja, sie träumt sich halt dadurch ihren Traum und kann ihn halt auch mitbestimmen. Und da findet sie Freddy. Auf jeden Fall ist Freddy nicht auf der Suche nach ihr. Logisch, die kennen sich auch nicht, aber sie ist auf der Suche nach Freddy, beziehungsweise die ist nicht auf der Suche nach Freddy, sondern sie sieht eine Kreuzung, ein Schild. Dann geht es dann halt einmal zu so einem Abenteuerland und einmal zu einem Wohlfühlland und einmal zu einem Kuschelparadies. Und auf der anderen Seite geht es zu den Albträumen. Und da sie halt voll Bock hat, so auf Grusel und Albträume oder so, geht sie dann dahin. Dann kommt sie in so eine verlassene Westernstadt, die halt komplett abgerockt und abgeranzt ist. Und da gibt es einen Saloon. Und dieses Saloon hat noch offen. Und da geht sie dann rein. Und dort ist auch Freddy zusammen mit ganz vielen anderen Albtraumgestalten. So, und Freddy nimmt dann das erste Mal Notiz von ihr. Und er möchte dann zu ihr gehen, möchte sie natürlich ne, anlabern und will die dann auch verführen. Beziehungsweise ne, ist neugierig, weil er weiß nicht, wer sie ist. So, und dann ist sie halt patzig zu ihm, weil sie denkt, das ist ein normaler Albtraum. Und dann lauert er ihr auf und möchte sie halt umbringen mit seinen Krallen. Und dann schlägt er in sie rein, aber schlägt durch sie durch. Und er kann sie einfach gar nicht umbringen, weil es nicht sein Traum ist, sondern ihr Traum. Und er eigentlich nur ein Gast ist. Und das wird auch von der anderen Gäste, der aus dem Salon rauskommt, sagt er dann auch so, du kannst ihr nichts anhaben, so, das ist ihr Traum und du bist da nicht der Herr drüber, war jetzt nur Zufall, lass sie wieder gehen und alles ist gut. So, kann er aber nicht, weil er genau das super interessant an ihr findet, so, und lauert ihr dann auf und findet sie schließlich dann in ihren Träumen. Also hat sie dann das gleiche Problem anschließend wie die ganzen anderen Springwood Kids. Ja, und darum geht es dann hier, wie sie halt erstmal auf die Doktorin trifft, wie die Doktorin mit ihr halt die Träume versucht zu erleben und zu überleben. Und dann gibt es am Ende natürlich dann halt einen Hauptkampf, beziehungsweise den finalen Kampf. Ja, es ist auf jeden Fall eine richtig interessante Story, gar nicht mal so doof und fügt sich auch gut so in den Kosmos von Nightmare on Elm Street ein. Ich hätte gerne mehr von diesen Comics gehabt, beziehungsweise ich hätte gerne gesehen, dass es halt noch mehr Nightmare on Elm Street Comics gibt, aber es ist bei diesen beiden eigentlich geblieben. Ich hatte diese als Kind schon, beziehungsweise das erste hatte ich als Kind, das zweite hatte ich nicht, aber das zweite hatte mein Freund damals und ich hatte auch ein oder zwei Comics von diesen Horror-Comics. Ja, aber an die konnte ich mich erst wieder erinnern, als ich hier jetzt gestern wieder durchgeblättert hatte
Und ich will mal gucken, ob ich von diesen Horror-Comics von Interpart auch noch welche bekomme. Die kann ich euch ja dann irgendwann mal so nebenbei zeigen. Ja, kurz und bündig, das soll es auch für mich für heute gewesen sein. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.